So, meine Freunde, Fabian Magic hier. Heute zeige ich dir 5 Zaubertricks mit Ringen. Wir zaubern hier erstmal her, der kommt hier auf meine Hand drauf. Wenn ich jetzt mit der Hand drüber gehe, ein bisschen reibe an dem Ring, dann ist er direkt über meinem Finger. Wie ihr diesen Trick selber nachmachen könnt, das erkläre ich dir jetzt. Für diesen Zaubertrick braucht ihr wirklich nur einen Ring und den Ring legt ihr so in eure Hand rein. Wichtig ist es, dass es in einer Linie mit dem Ringfinger ist, also einfach hier hinlegen. Jetzt, während ihr mit der anderen Hand das Ganze hier so abdeckt, geht hier mit dem Finger so rein, okay? Das sieht man von hier natürlich nicht. Ihr zeigt den Ring, geht hier drüber und geht währenddessen mit dem Finger hier so rein. Jetzt nehmt ihr den Ring leicht hoch, so, dass ihr hier reinrutscht. Und sobald er reingerutscht ist, geht ihr mit der Hand näher hin, reibt ein bisschen. Und schon sieht es so aus, als ob der Ring einfach von hier den Finger durchdrungen habt. Ihr geht hier einfach drüber, reibt jetzt ein bisschen und zack, schon ist er hier. Probiert es selber aus, kommt alles auf den Winkel an, aber dieser Trick, da bekommt ihr definitiv gute Reaktion. Für den nächsten Trick habe ich hier den Ring, der kommt über meinen Finger. Das passt gut auf. 1, 2 und zack. Schon durchdringt der Ring meinen Finger. Wir können es nochmal machen. 1, 2 und tschuk. Jetzt kommt die Erklärung, wie ihr mit dem Ring einfach euren Finger durchdringen könnt. Ihr nehmt den Ring einfach so über den Finger, greift es jetzt einfach mit diesen drei Fingern. Mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. So. Und jetzt müsst ihr eigentlich nur den kleinen Finger ein bisschen locker lassen, also ziemlich locker, damit ihr diese Bewegung mit dem kleinen Finger machen könnt. Und jetzt drückt ihr einfach mit dem Ring dagegen und zieht den Ring quasi hier einfach raus und geht mit dem kleinen Finger wieder zurück, okay? Einfach so. Ich weiß, das sieht jetzt sehr, sehr simpel aus, aber wenn ihr das Ganze dann irgendwann in schnell macht, dann sieht es so aus, als ob der Ring einfach den Finger durchdringen würde, okay? Probiert selber aus, braucht ein bisschen Übung und es geht am besten mit einem Ring, der ein bisschen zu groß ist. Ich habe hier einen Ring und ich habe hier ein Gummiband. Schaut her, 1, 2 und zack. Und schon durchdringt der Ring das Gummiband. Ein ziemlich einfacher, aber cooler Trick. Dafür braucht ihr nur einen Ring und ein Gummiband. Und wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Für den Trick braucht ihr wirklich nur ein Gummiband und einen Ring. Und das Ganze bereitet ihr wie folgt vor. Ihr nehmt den Ring in das Gummiband rein und nehmt dann jeweils den kleinen Finger von euren beiden Händen in das Gummiband hinein. Okay? So. Dass ihr das Ganze in dieser Position habt. Jetzt nehmt ihr hier mit der linken Hand den Ring, greift den hier so und geht mit diesen zwei Fingern hier raus. Okay? Genau hier drauf achten. Jetzt geht ihr mit dem Ringfinger hier rein. So. Und mit dem Finger hier drüber, also mit dem Mittelfinger über das Gummiband, dass ihr das Ganze so habt, okay? Jetzt nehmt ihr hier den Ring, zieht ihn ein bisschen raus und greift ihn dann hier mit Daumen und Zeigefinger, um das Gummiband zu verstecken von vorne, okay? Von vorne kann man es nicht sehen. Jetzt haben wir die Illusion, als ob der Ring nicht im Gummiband drin ist, weil hier ist der Ring mit dem Gummiband ja schon verbunden und der ist ja schon drin. Aber von vorne sieht man das nicht, weil der Ring halt eben im Gummiband ist und ihr das Ganze quasi hier abdeckt. Und von vorne, so seht ihr das, so sieht es ja quasi von vorne aus, kann man es nicht sehen. Es sieht so aus, als ob der Ring einzeln ist und als ob das Gummiband einzeln ist, okay? So, was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr nehmt den Ring, tippt auf das Gummiband, 1, 2 und beim dritten Mal lasst ihr hier einfach alles los, außer den unteren Finger. Ihr zieht es alles raus, zack, und schon entsteht die Illusion, als ob der Ring das Gummiband durchdrungen hat. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal von vorne. Also ihr habt hier den Ring im Gummiband, nehmt den Ring hier hoch, geht hier mit dem Ringfinger unten rein und jetzt mit dem Mittelfinger hier drüber. Jetzt nehmt ihr den Ring, positioniert ihn hin und jetzt könnt ihr zu irgendeinem Freund, zu eurer Familie, zu einem Zuschauer auf der Straße, zu einem Fremden, wie ihr wollt, hingehen und sagen, schau her, ich habe einen Ring und ich habe hier ein Gummiband. Jetzt macht ihr den hier, 1, 2 und 3 und schon hat der Ring das Gummiband durchdrungen. Jetzt könnt ihr sofort den Ring und das Gummiband zum Kontrollieren geben und euer Zuschauer ist komplett verwundert und denkt sich, hä, wie habt ihr das gemacht? Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Trick, probiert selber aus. So, ich habe hier einen Ring, der kommt hier über meinen Finger drüber. Ihr seht, der ist unten, 1, 2 und jetzt springt er nach oben und jetzt springt er wieder nach unten. Achtet genau auf den Ring, 1, 2 und er springt hoch und springt wieder runter, okay? Ich kann es euch nochmal zeigen, ich nehme den Ring hier rein, in meine Hand, ich ziehe ihn ab und jetzt ist er wieder auf meinem Finger drauf. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. Also für diese kleine Routine braucht ihr wirklich nur einen Fingerring und der kommt am Anfang hier über den Mittelfinger. Jetzt nehmt ihr einfach die zwei Finger rein und zeigt diese zwei Finger. Einfach hier den Zeigefinger und den Mittelfinger. Jetzt macht ihr diese Bewegung und sagt zu eurem Zuschauer, ganz wichtig, fokussiere dich auf den Ring. Dass der Zuschauer genau auf den Ring schaut. Und jetzt, während ihr diese Bewegung macht, tauscht ihr die Finger. Ihr geht mit dem
mit dem Zeigefinger rein und mit dem Ringfinger raus. Okay? Ich weiß, das sah jetzt ein bisschen blöd aus. So vom Ding her, aber wenn der Kameramann schon lacht. Also den rein und den raus, okay? Und das müsst ihr alles in der gleichzeitigen Bewegung machen. Das heißt, ihr macht so. So, so. Das sieht in langsam natürlich ziemlich blöd auf und wenn blöd aus und wenn man es einmal sieht, dann weiß man auch direkt, wie es geht. Aber wenn der Zuschauer nur auf den Ring achtet und es zum ersten Mal sieht, sieht es ziemlich gut aus. Ihr müsst einfach nur schnell tauschen. Zack, 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 zack. Wenn ihr selber auf den Ring achtet, seht ihr selber, es sieht so aus, als ob der Ring jetzt nach oben und nach unten springt. Dann, das macht ihr 2-3 Mal mit dem Zuschauer, ist verwirrt, dann nehmt ihr den Ring, zeigt nochmal eure Hand und macht ihn dann hier über den Zeigefinger drüber. Und jetzt kommt das Finale, das kommt richtig gut an, das verspreche ich euch. Geht jetzt hier mit der Hand so drüber und währenddessen tauscht ihr jetzt die Finger so. Nehmt wieder den Mittelfinger raus, also geht mit dem Finger rein, Mittelfinger raus und hebt die Hand schräg. Also von dieser Position einmal hier um 45 Grad drehen in diese. Also zack, okay? Das hier müsst ihr machen. Das Ganze macht ihr mit dem Deckmantel, während die Hand hier drüber ist, okay? Ich zeige es euch kurz von eurer Perspektive. Also ihr habt hier den Ring, geht hier drüber, macht diese Bewegung, dreht die Hand leicht und jetzt nehmt ihr den Finger so in die Hand, okay, so. Jetzt zieht ihr an dem Finger und tut so, als ob ihr den Ring abzieht. Jeder denkt jetzt, hier ist der Ring drinne. Jetzt macht ihr 1, 2 und 3. Beim dritten Mal tauscht ihr die Finger wieder zurück und dreht die Hand leicht nach vorne. Also drüber gehen, Finger tauschen, Hand leicht drehen, Ring abziehen und zack. Von vorne sieht es dann wie folgt aus. Also von vorne, hier rüber gehen, Finger tauschen, abziehen und zack. Und schnell, ihr geht hier drüber, zieht den Ring ab und der Ring springt wieder auf den Finger drauf. Probiert dasselbe aus, ihr werdet darauf richtig gute Reaktionen bekommen. Das verspreche ich euch. So, ich habe hier den Ring. Den Ring lege ich jetzt hier auf den Tisch. Jetzt konzentriere ich mich, okay? Ich baue jetzt eine Verbindung mit dem Ring auf. Und jetzt seht ihr, dass er bewegt sich. Ganz langsam steht er auf. Wenn ich mich jetzt konzentriere, fängt der Ring an zu schweben. Seht wirklich, er schwebt jetzt hier in meiner Hand. Schaut mal, von hier stoße ich ihn rüber, der schwebt hier rüber in meine andere Hand und landet wieder auf meiner Hand. Wie das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. So, jetzt fragt ihr euch alle, wie ich es hinbekomme, einen Ring schweben zu lassen, okay? Was ihr dafür braucht, ist einfach nur natürlich einen Ring und einen sogenannten unsichtbaren Faden, okay? Wo ihr die kaufen könnt, das verlinke ich euch auch gerne. In der Beschreibung gibt es auf Amazon eigentlich überall, das heißt, dann könnt ihr das holen, kostet 5 bis 10 Euro und dann könnt ihr damit schon zaubern, okay? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann auf meiner Hand. Kann man diesen Faden leicht sehen? Ja, doch. Ganz, ganz leicht. Ich habe den hier um meine Hand rum. Aber um das Ganze zu verdeutlichen, und nehme hier ein Gummiband, okay, zur Erklärung. Weil der Faden ist aufgebaut wie ein Gummiband. Bloß, dass er so dünn ist, dass die Menschen ihn nicht sehen können. Vor allem, wenn ihr einen schwarzen Hintergrund habt, ein schwarzes T-Shirt, dann sieht es niemand. So, ihr nehmt einfach den Faden hier rüber in die Hand. So. Jetzt nehmt ihr den Ring und legt den hier so auf eure Hand drauf. Jetzt greift ihr den Faden und geht mit dem Daumen in den Faden rein, also in diesen unsichtbaren Faden nachher. Nehmt den Ring so und legt den jetzt auf den Tisch. Dadurch, dass das Gummiband jetzt sehr spannt, liegt der nicht da, aber mit dem unsichtbaren Faden liegt der Ring am Anfang, okay? Auf jeden Fall geht man dann langsam hoch und der Ring schwebt. Jetzt kann man den hin und her sliden lassen. Geht jetzt bei dem Gummiband natürlich nicht. Aber ich zeige euch das gleich nur noch, also auch nochmal mit dem Faden. Weil mit dem unsichtbaren Faden sieht man das nicht. Da kann man nämlich den Ring hin und her sliden lassen und nachher auch auf der Hand landen lassen. Deswegen, wir nehmen jetzt nochmal den anderen Faden. So sieht das Ganze jetzt mit dem unsichtbaren Faden aus. Und hier können wir den Ring hin und her schweben lassen, indem wir einfach nur die Hände neigen. Dann schwebt der Ring halt mit der Schwerkraft. Zieht ihr quasi langsam rüber. Und lasst den Ring einfach so auf eurer Hand landen. Nehmt den Ring in die Hand mit dem Daumen, lasst ihr jetzt den unsichtbaren Faden wieder hier auf die Hand springen und könnt dann direkt den Ring zum Kontrollieren geben und eure Hände leer zeigen. Also Leute, könnt ihr gerne ausprobieren. Darauf kriegt ihr die wirklich wahnsinnige Reaktionen. Könnt ihr einfach mitnehmen, um die Hand machen, rausgehen und dann mit allen möglichen Gegenständen mit einem Ring nehmen, vom Zuschauer schweben lassen und der denkt sich, wow.
Also, ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Zaubertrick. So, meine Freunde, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe natürlich, diese 5 Zaubertricks mit den Ringen haben euch gefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welcher dieser Tricks euch am besten gefallen hat und welchen ihr wie immer nachmachen werdet. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Magie hautnah. Ciao.